Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich würde sagen, wir laufen direkt los mit unserem Schokobo, auf unserem Schokobo, mit unserem Schokobo, mit unseren Freunden, mit dir, mit mir, mit allem, was dazugehört. Wir sind immer noch in der Grasland-Region unterwegs. Und hier gibt es viel, viel, viel zu entdecken. Wohin? Nach da. Ach, da sind die Häschen. Da, guck mal. Unsere Häschenfreunde haben wieder was für uns versteckt. Holen wir uns direkt. Was ist es diesmal? Wieder ein Smaragd. Na siehste, schön. Ja, es gibt wirklich extrem viel zu entdecken hier. Und das kriegen wir auch hier wirklich von Folge zu spüren. Aber das ist halt auch so typisch Final Fantasy. Hier haben wir einen neuen Turm und wir haben auch Gesellschaft. Frontalangriff. Bis hier und nicht weiter. Wenn ich doch nur gegen alle Gegner so mächtig wäre. So, warte. Nee, auch nicht. Ich glaube, der hatte Eis, ne? Ah. Sag ich doch. Gut gemacht, Red. Wo ist hier der Startknopf? Ist halt, haben wir schon in ein paar Folgen gemacht. Das sind da diese Türme. So, vergleichbar sage ich jetzt einfach mal wie mit Assassin's Creed. Diese Aussichtsplattform, wenn wir die aktivieren, dann erfahren wir was über die Region und neue Aufgaben und Aufträge und pipapo. So halt diese Klassiker, ne? So ist das meistens mit diesen Türmen. Mit diesen Türmen. So, guck, jetzt wird hier alles aktualisiert. Oh. So. Können wir eigentlich direkt mal einen Blick drauf werfen? Hier haben wir Jagd. Und hier haben wir Analyse. Analyse, Jagd, okay. Hier war doch gerade noch eine Dings, ne? Haltestelle, glaube ich. Da, die können wir gleich mal hinstellen. Oh, wer bist du denn, kleiner Stinker? So, also wieder runter. Und hier geht's wieder runter. Oh, ein Baby-Schokobo. Ach stimmt, der bringt uns zur Haltestelle. War ja so. Oh, guck, wie süß der ist. Hey, kleiner Freund. Komm mit. Komm, ich komme. Ich helfe dir. So. Guck mal, das stellen wir natürlich hin für dich. Guck mal. Zack. So, als wäre es nie kaputt gewesen, siehst du? So, eine schöne Goldfeder haben wir gekriegt. Hier vorne greifen wir an. Jetzt oder nie. So, warte, wir brauchen mal kurz Red. Der kann noch nicht. Barrett auch noch nicht. Was? Bis hier und nicht weiter. Ich kann leider kein Eis. So. Wir nehmen halt wirklich extrem viel Schaden, ne? Das muss ich schon sagen. So, dann gehen wir hier rüber, weil es ja gleich hier ist. Ist ja gar nicht so weit. Aber nur durch Kämpfe werden wir halt auch stärker, ne?
la, 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 la. Warnung! In dieser Umgebung hält sich mindestens ein gefährliches Ungeheuer auf. Seltene Mandragora-Spezies identifiziert. Rufe die Verzeichnis auf. Dieses sich windende Gewächs ist nicht nur irgendeine Pflanze. Die Wurzeln der Mandragora sind eine Art Beinersatz. Damit kann sie sich auf die Suche nach ihrem geliebten sonnigen Plätzen begeben. Ach übrigens, Chocobos sind ganz wild auf die Samen der Mandragora. Ob die von seltenen Exemplaren wohl besonders schmecken? Die Erforschung der Mandragora könnte nützlich für die Aufzucht von Chocobos sein. Pack also die Sense aus und bring unserem geliebten Vögel was zum Picken. Ich gehe mal davon aus, dass sie gegen Feuer, ne? Feuer! Jetzt! Okay. Genau so! Und was war? Das war's! Ich auf den so, Feuer, Feuer und B. Brenne! Ausgezeichnet! Eigentlich genau das Richtige für Ifrit. Das war's. Feuer. Fantastischer Kampf. Und tschüss. Das war's. So. Red Rawr. So, hier haben wir auch nicht alles geschafft, aber ist vielleicht auch gar nicht so wichtig. Reicht uns erst einmal. Vielleicht kommen wir später dann nochmal zurück. Hauptsache, wir haben es erst einmal geschafft. Hier geht es direkt weiter, da haben wir eine Analyse. War in dieser Richtung. Da. Also müsste hier gleich irgendwie wieder so ein Vogel auftauchen, eigentlich. Und uns dahin bringen, oder wir finden es vorher schon alleine. Da ist er. Oh, hier gibt es wieder jede Menge Geschenke für uns. So. Hallo? Sowas Schönes steht hier einfach so rum. Oh. Profi. Quelle im Flachland. Das Ökosystem des Graslands. Die neue Region, ein neuer Regionsbericht wurde hinzugefügt. Prima. Regionsberichte. Im Gegensatz zum stark verschmutzten Midgar ist die Natur in den Graslanden immer noch intakt. Die von der zentralen Bergkette entspringenden Wasserläufe halten die Landschaft üppig grün, weshalb hier auch viele Wildtiere beheimatet sind. Darüber hinaus gibt es viele Farmen in den Graslanden, deren Produkte aus der Viehhaltung berühmt für ihre hohe Qualität sind. Der südliche Teil des Landes ist weitläufig von Feuchtgebieten geprägt, in denen einst viele Fähren und Chocobo-Kutschen zum Einsatz kamen. Mit zunehmendem Ausbau der Luft- und Wasserwege für den Transport sank für den Menschen jedoch die Notwendigkeit, die Sümpfe überqueren zu müssen. Heute treibt dort eine menschenfressende Riesenschlange namens Midgardzorn ihr Unwesen, weshalb sich niemand mehr in die Nähe der Feuchtgebiete wagt. Wer es doch tut, sollte äußerste Vorsicht walten lassen, um nicht in den bodenlosen Morast zu versinken. Wir haben Chocobos, die regeln das. So, jede Menge Salbei, da können wir uns Dings mitmachen. Sag schnell, hier, ich hab's vergessen. Heiltränke. So, wir machen kurz Schnellreise, um uns nochmal aufzupuschen, dann gehen wir unten mal lang. Ich möchte auch ein bisschen von der Hauptstory noch erleben. Bills Farm. Wo war das noch? Da war das schon. So, einmal kurz ausruhen wieder.
Nice. So. Alles wurde aufgefüllt. Wir gehen mal kurz hier zu Shetley. Cloud, ist dir in letzter Zeit mal ein Hase über den Weg gehoppelt? Ja. Ich habe nämlich herausgefunden, dass die Hasen hier die Angewohnheit haben, alle möglichen Dinge in ihrem Bau zu verstecken. Solltest du einen entdecken, kann dein Schokobo auf Schatzsuche gehen. Möglicherweise lassen sich dabei nützliche Dinge finden. Also mir ist noch gar nichts aufgefallen, noch wirklich rein gar nichts. Materieentwicklung. Automagie. So einen würde ich gerne nochmal nehmen. Autospezialfähigkeit. Automatischer Einsatz von Spezialfähigkeiten. Boah, beides ist gut, ne? Was ist Morphen? Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeiten Morphen. Verwandelt den Gegner in einen Gegenstand, wenn seine TP einen bestimmten Wert unterschritten hat. Das ist ja cool. Zack, verwandelt ihn einfach in eine Gurke. Setzt automatisch die Spezialfähigkeit ein. Ich würde gern so einen nochmal nehmen. Jawohl. So einen nehmen wir auch vielleicht. Und vielleicht gleich zweimal. Oh, ausverkauft. Morphen, weiß ich nicht. Wollen wir das mitnehmen? Dann nehmen wir das auch nochmal mit. So. Sag mal, Cloud. Ja. Was ist eigentlich aus deinen Untersuchungen zu den Protosubstanzen geworden? Ich will dich ja nicht drängeln, aber ich würde so gerne mehr über sie wissen. Gib Bescheid, wenn du etwas herausfindest. Aber sicher. Sobald ich was weiß, gebe ich dir Bescheid. Versprochen. Okay, dann gucken wir mal kurz hier nochmal bei Ausrüstung und Materia. Wir gucken mal bei Barrett. Der hat keine S beim Moment. Wir geben ihm jetzt einfach auch nochmal diese Automagie. Damit er auch anfängt, seine Magie selber zu benutzen. Finde ich wichtig. Oh, haben wir hier was? Kraftreif, Ohrringe, Schokobo-Feder. Ein Ornament aus goldenen Federn eines Schokobos. Erhöht die Schnelligkeit um 10. Mond. Was? Mondsichel-Talisman. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Ja, dann, geben wir ihnen den, ne? Weil wir werden ja sowieso meistens gesteuert. Gut, wir gehen nochmal zurück. Der ist voll. Der kann auch nicht mehr. Kraftreif. Schokobo-Feder. Können wir ihm beides geben, oder? Ne, dann behält er den Kraftreif. Und die Schokobo-Feder geben wir... Ja, eigentlich ist sie passend für ihn, ne? Noch mehr Schnelligkeit für ihn. So, okay. Gut, dann haben wir das. Dann machen wir jetzt Schnellreise hier unten hin. Und dann kommen wir eh von hier so zack, hier lang. Also, Schnellreise. Chocobo. Oh. Nee, da müssen wir gar nicht lang. Wir müssen ja hier lang. Oh, meine Ahnung. Irgendwas will hier gegen mich kämpfen, aber wieso muss ich, glaube ich, denn jetzt... Wo war denn diese Hütte? Wo? Oder war die dahinter? So, warte, ich kletter mal da hoch. Wobei ich da eigentlich gar nicht hin will. Ich will ja eigentlich da lang. Da wollen wir hin. Von da wollten wir doch da lang. So, komm her, Schokobo. Hier soll es ja eine Schlange geben. So, wir wollen aber darüber unbedingt. Der kann da jetzt einfach durchrennen, oder wie sehe ich das? Tatsache. Da hinten ist irgendwas Gelbes. Also, ich bin ja nicht überzeugt. Sümpfe können schließlich bodenlos sein. Und dann schwimmt da auch noch diese Riesenschlange drin rum. Aber für die Chocobos sollte es kein Problem sein. Vertrauen wir ihnen einfach, ja? Sollte es kein Problem sein.
So, dann haben wir hier auch gleich diese Erkundung. Wir hätten noch erstmal nach da unten schwimmen können, ne? Egal, wir gehen mal hier kurz ab. Die Legenden der Graslande besagen, dass Titan eine außergewöhnliche Kraft besitzen soll. Er hat mit bloßen Händen ganze Landstriche verwüstet. Vielleicht waren die flachen Graslande einst ein Gebirge, das durch den mächtigen Titan zermalmt wurde. Kann schon sein. Ich glaube, hier sind wir richtig. Boah, jawohl, hier sind wir richtig. Titan, mach dich bereit. Wir werden dir bald in deinen Arsch treten. Kristall analysieren, natürlich. Okay, nur da unten ist das. Analyse beginnen. Das war's, ne? Jawohl. Du hast den Titankristall analysiert. Daten an Chatler übermittelt. Sehr beeindruckend. Es wirkte für mich, als würden du und der Kristall miteinander kommunizieren. Haben wir auch. Wir sind Bros. Wir sind Kristall Bros. Wir sind die Crystal Bros. Können wir jetzt im Prinzip über die Brücke da zum nächsten Ziel? Oh, da ist schon kaputt, sehe ich schon. Ich laufe trotzdem mal hier lang. Okay, weiter geht's ja aber nicht. Okay. Da hinten leuchtet irgendwas. Achso, ist wahrscheinlich eine Nebenmission, ne? Dann gehen wir halt doch von hier. Aber ich komme doch hier gar nicht raus. Hier gibt es doch keinen Ausgang, also keinen anderen Ausgang mehr aus der Höhle, oder doch? Nee. Was muss das bitte für eine Entdeckung sein, Alter? Wenn du in so eine Höhle hier reingehst und da ist so gelb und dies und das. Wer ist da nicht neugierig? Und würde das Ding einfach mal ansprechen. Noch eine Mogri-Medaille. So, hier geht's runter. Ich bin gespannt, ob wir gegen die Schlange noch kämpfen werden. Vielleicht, um dann den Sumpf so friedlich zu machen, stoßen wir wahrscheinlich eh auf sie. Damit dann den Sumpf so ziemlich jeder wieder überqueren kann. Also könnte ich mir schon so vorstellen, dass das sowas in der Art sein wird. Aber die mit den schwarzen Umhängen haben wir auch noch nicht gefunden, die er uns da gesagt hatte. So, warte, wo lang? Im Prinzip müssen wir der Dings folgen, ne, dieser Brücke da. So, ein bisschen schneller. Er sitzt so geil auf diesem Vieh, ne? Hey. Gleich geht's einfach so und wir sind alle weg. Spielende. Mein Chocobo konnte was wahrnehmen. In dieser Richtung. Nochmal in dieser Richtung. Okay, da hoch scheinbar.
Da sind doch keine Nickelchen. Was haben wir gefunden? Smaragd. Mogri-Medaille mal 5. Schön. So, dann hoppeln wir wieder ins Wasser rein. Da ist ein Tor. Wo wir scheinbar nicht durch dürfen. Was heißt dürfen? Wir kommen da gar nicht durch. Okay. Das heißt, wir schwimmen wo weiterhin? Also müssen wir doch einmal komplett die andere Seite nehmen. Oh Gott. So ein Sumpf ist wunderschön. Da ist auch zu. Ach nee, da müssen wir noch gar nicht lang. Ja, dass das so eine Riesenwelt hier sein wird, das wussten wir, ne? War angedeutet, das soll wohl auch, oder ist wohl auch der Grund für extrem viel Spielzeit. Mit 40 Stunden circa. Meine ich gelesen zu haben. Ist es ja jetzt nicht so wenig, ne? So, da leuchtet irgendwas. Da vorne. Da ist Zephyros. Wirklich? Komm schon. Da ist Zephyros. Cloud, ich weiß nicht, was du nimmst, aber du solltest aufhören damit. Ich will da gar nicht. Oh. Steig mal ab, Cloud. Jetzt oder nie. Au. Ziemlich schwach. Ja. Das ist auch. So. Er feiert richtig. So, mal sehen. Hoffentlich ist hier was Gutes drin. Großkaliber. Das ist wohl eher was für Barrett, ne? Also, ich sehe hier keinen Zephyros. Ich auch nicht. Was bist du? Hä? Also, außer stöhnen will er nichts. Ist wahrscheinlich ein Perverser, so wird's sein. Ich gehe mal davon aus, dass das noch irgendwelche Feinde sein werden. Denn eigentlich ist ja alles oder so ziemlich alles, was nicht zu unserer Gruppe gehört, meistens unser Feind. Und da ist das ein Baum oder sind das Schuppen? Da was da rausguckt, ich bin mir nicht sicher. Dann das los. Könnte die Schlange sein. Irgendwas guckt aus dem Wasser, wie beim Krokodil. Sag ich doch. Was ist hier los? Das ist ja eine kleine Schlange. Hey, wo wollt ihr denn jetzt hin? Piku, lässt du mich hängen, Bruder? Er hatte sich als Insel getarnt. Danke, das sehen wir selbst. Den habe ich aus 8 Kilometern erkannt.
Und du kommst mir mit, er hat sich als Insel getarnt. Warum beißt doch die anderen? Warum beißt du mich? Boah, ich bin gleich tot, Alter. So, Feuer? Nee, warte, wir gucken erstmal. Nee. Nein. Analyse. Nur kein Über. Nicht resistent, leicht resistent. Gegen das stark resistent gegen Feuer. Eis ist wirksam. Also brauchen wir wahrscheinlich tiefer, ne? Aerith, du bist natürlich ein Intelligenzbolzen. So, warte, Magie. Alter, wir ziehen hier gar nichts ab. Sieht immer noch hungrig aus. Auch das noch. Was auch immer das war. Verdammt! Roger, ich übernehme. Verzieh dich! Aus dem Weg! Das tut weh. Da geht noch was. So, Magie, Jetzt bist du frittiert. Warte, wir nehmen mal... Wie schmeckt dir das? Da geht noch was. Das tut weh. Wie schmeckt dir das? Er hat doch auch hier so Attacken, oder? Achtung, jetzt knallt! So, Eis. Warum schießt er das alles in den Baum? Okay, irgendwas haben wir gemacht. Zurück! Das Biest hat was vor. Bedeutet sicher nichts Gutes. Abstand halten. Ultra. Wie schmeckt dir das? Habe ich auch noch Magie? Blitz ein bisschen vielleicht? Nee, nimm doch jemand anders. Noch stecke ich. Das tut weh. Wie schmeckt dir das? Vita auf Claude. Ja, natürlich. Ich das hasse. Hab ich. Los. Hilfe kommt. Ich möchte gern, dass Brad was macht. Achso, geht jetzt. Der Gegner sammelt offenbar Hitze. Was macht der? Nicht hallo.
Cloud darf nicht. Barrett ist weg. Ja, toll. Und gleich einen abgekriegt. Kann ich das Team wechseln hier? Was war nochmal? Stark resistent gegen Feuer. Wirksam ist nur Eich. Eis. So, Magie, Eis. Magie. Alles in Griff. Ich kann leider nicht so viel machen, ich wüsste nicht was. Warte, wir machen... Kann ich nicht. Es wird heiß. Boah. Keine Chance, Alter. Mal gar nicht weitermachen. Welches Level ist denn das Vieh? Steht das hier irgendwo? Okay, dann müssen wir eigentlich über den Kampf neu starten. Und dann können wir eigentlich auch das Team wechseln. Eigentlich brauchen wir ja zwei mit Eis, ne? Oder wir müssen Barrett Eis geben, weil Barrett ist auch von weiter weg. Also er kann von weiter weg schießen. Ich glaube, wir machen Barrett und Aerith. Barrett und Aerith. Tiefer. Wie mache ich das nochmal? Gut, Mikkel, wechseln. Also wir machen Barrett. Aerith. So, wir tauschen die beiden. Wir machen ihn. Tauschen wir mit ihr. Damit. Wobei, die beiden sind stärker, ne? Guck mal, sie hat 36 Angriff. 86. Aber nur 24 Schild. Dafür sind die bei Magie fast stärker. Also, Aerith hat Magie 94. Ich glaube, wir tauschen ihn dann doch nochmal mit Barrett. Wobei, ich weiß es nicht. Egal, wir bleiben mal kurz so. Materia. Materia einsetzen. Frost. Eigentlich brauchen wir auch die Dings, ne? Sie hat welche? Sie hat Shiva sogar. Okay, dann müssen wir ihr mal kurz Frost geben. Dieser ist gerade von Tiefang entfernt. Stattdessen diesen Charakter damit auszurüsten. Ja, bitte. So, da müssen wir eigentlich hoffen, dass wir Shiva irgendwie beschwören können, weil Shiva ist Eis. Seht ihr denn irgendwie, welches Level wir haben sollten? Stufe 19. So, wo war der jetzt nochmal? Da lang. Da ist er. So, dann nehmen wir hier mit. Pick.
Nichts gefunden. Oh, hör doch auf. Da. Ein Smaragd. Was können wir denn bei Synthese noch machen? Vielleicht. Gegengift? Heiltrank. Da sollten wir auf jeden Fall welche herstellen. So. Und machen hier einfach mal ordentlich welche. So. Gegengift vielleicht auch. Der Materiaverbrauch. Kissen. So, gut. Achso, ich kann jetzt auch noch andere Dinge sind. Aha. Ach so läuft das. Dann kann ich auch später sowas hier noch machen und sowas hier und Magie auch noch. Schön. Gut, okay. Gut, ich werde die Folge einmal beenden. In der nächsten Folge stellen wir uns der Schlange noch einmal. Ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.